Hallo meine lieben YouTube-Gucker. Nachdem mein letztes Pandora's Box Röhren-Bildschirm-Fix-Video sehr gut angekommen ist, wollte ich auf jeden Fall noch ein anderes Fix-Video machen. Und zwar, das werden wahrscheinlich alle von euch haben, die zumindest eine Pandora's Box 9 kaufen. Zumindest die Arcade-Version. Und zwar, ich habe eine und mein Freund hat eine. Und bei meinem Freund war genau das gleiche Problem. Und zwar, wir haben die angemacht und diese Buttons und alles haben einfach nicht funktioniert. Also die gingen, also das hat nichts gemacht, im Menü. Da gibt es einen ganz einfachen Fix, auf den man aber kommen muss, dass man das erstmal weiß. Also erstmal, Buttons anklemmen, wollte ich nochmal ganz kurz was zu sagen. Ist richtig scheiße, baut das Pult noch nicht ein. Testet die erst, weil Button A ist wie da, dann B, C, D, E, F. Keine Ahnung warum, vielleicht ist das ja auch so eine offizielle Yammer-Nummerierung, keine Ahnung. Aber es ist ganz einfach, wie man das macht hier bei dem Arcade. Als allererstes könnt ihr schon mal gucken, ob die Buttons kaputt sind oder die dich angeschlossen habt. Das wäre erste Problemquelle. Aber die wird nichts zur Sache tun. Dann könnt ihr nur das einmal prüfen. Und zwar hinten auf der Pandora's Box, habe ich in dem anderen Video gezeigt, ist ein Option-Button. Den drückt ihr, dann seid ihr in den Optionen. Wäre das natürlich anders. Dann müsste alles funktionieren. Und dann seht ihr schon mal, dann könnt ihr auch oben, ist irgendwas mit Test steht da, auswählen mit dem Button, wenn ihr den richtig angeklemmt habt. Wenn nicht, drückt ihr einfach mal alles. Und dann könnt ihr genau gucken, dann wird euch angezeigt, ich kann jetzt leider nicht dahinter gehen, weil ich habe, da steht da an der Wand, ich habe keinen Bock, das Ding jetzt vorzuziehen. Auf jeden Fall, da könnt ihr dann gucken und könnt das alles nochmal umklemmen an den Buttons, aber das ist ja alles okay. Dann als nächstes Problem, was wahrscheinlich jeder haben wird, und zwar die Buttons werden in diesem Menü super funktionieren, aber nicht hier auf dem Screen. Das ist ganz komisch, bevor die hier funktionieren, geht ihr halt hier auf dieses Menü. Und dann nehmt ihr euch dieses Kabel. Dieses. Also den Coin-Button, den könnt ihr gleich weglassen. Das funktioniert anscheinend gar nicht. Keine Ahnung warum. Aber hier das Ding nehmt ihr. Und dann gibt es ein grünes und ein schwarzes Kabel, sieht man. Ne? Und hier vorne sind da diese Codes. Die müsst ihr irgendwie verbinden. Von mir aus abschneiden oder was ich was. Aber was ich empfehle ist, es gibt diese kleinen Arduino-Kabel. Ich meine, jeder, der sowas macht, hat wahrscheinlich auch ein Arduino. So ein Ding. Und das könnt ihr da ganz einfach reinstecken, verbindet die. Passt aber ja auf, dass ihr nicht in das Gelbe kommt, dann schrottet ihr wahrscheinlich eure ganze Pandoras Box, weil das sind nämlich 12 Volt und das sind nämlich 5 Volt. Das ist nicht sehr schön. Aber zumindest so. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie das funktioniert. Gut, ja, dann mache ich eventuell mal nochmal andere Videos für die Pandoras Box 9. Aber sonst, danke fürs Angucken.